Was, wenn ich dir sage, dass es imaginäre Freunde wirklich gibt? Und wenn ihre Kinder groß sind, werden sie vergessen. Sind manche gruselig? Schlimmer. Verzweifelt. Frage. Warum haben uns die Kinder denn überhaupt vergessen? Letzte Woche bin ich einfach total zusammengefallen. Du saugst den Sauerstoff aus dem Raum. Ernsthaft, Doc, wenn das so läuft, roll ich einfach raus und stöpsel mich an. Wir haben eine Partnervermittlung gegründet, damit die IFs neue Kinder finden. Ansonsten verschwinden wir. Lo? Glücksgefühl, Glücksgefühl. Kaffee und Croissants. Kaffee und Croissants. Ich kann euch helfen. Ach so. Ich bin ein Kind. Du bist die Auserwählte. Nein, nein, sie soll keinen Komplex kriegen. Viel Glück, Kurze. Jetzt liegt's bei dir. Kein Druck. Wie oder was? Hoffentlich klappt's. Na dann, suchen wir für die Safes ein paar Kinder. Keith! Was für ein Kind erschafft einen unsichtbaren If? Ich kann jeden finden. Überall! Ja. Nichts! Wir haben einen Mund. Danke für eure Hilfe. Und gib nicht ins Auge. Welches meinst du? Ja, das wächst gleich wieder nach. Verschwinde ich schon? Oh, ich bin nicht bereit dafür. Ich muss mich übergeben. Oder was futtern. Entweder oder. Widerlich. Wir müssen ihnen helfen. Ja, müssen wir. Nochmal sag ich dir nicht. Zieh dir eine Hose an, du verstörst damit alle. Wie lief's denn? Oh, oh mein Gott. Also sind wir jetzt Partner? Ach, lass uns nichts überstürzen. Ich glaube, wir... Hui! Keith! Da hat Mom gesagt, so viel Süßes ist nicht gut für dein Bäuchlein. Und ich hab gesagt... Oh mein Gott. Oh. Meine Augen fangen an zu brennen. Das tut mir so leid. Brennst dir nicht in den Augäpfeln?